Dieses Thema, was ihr euch da ausgesucht habt, oder was besser gesagt, was du offenbar formuliert hast, ist ein Thema, also warum hauscht die Zeit so an uns vorbei? Das hört man ja häufiger und es zu verknüpfen mit Unwissenheit, mangelndem Gewahrsein, dass das ja vermutlich daran liegen könnte, das ist schon sehr naheliegend. Das, daran liegt's wohl. Viel mehr. Ich möchte euch daran erinnern, dass das Leben ja nicht immer an uns vorbeirauscht. Wir kennen ja alle Momente, wo die Zeit wie stillsteht. Oder wo wir den Eindruck haben, wir leben Momente, die gar keine Zeit haben, die wie zeitlos sind. Oder manchmal drängt sich das auf, als ob sich da so eine Ewigkeit auftun würde. Es sind unterschiedliche Beschreibungen, Worte für sehr ähnliche Erfahrungen. Kennen wir. Womit hängt das zusammen? Wann steht die Zeit still? Wann wird ein Moment wie ewig oder wie zeitlos? Mal ganz einfach angefangen. Wenn das Vergleichen aufhört, das ist schon mal ganz, ganz hilfreich. Wenn wir nicht mehr in Vorher und Jetzt und Nachher denken. Also wenn ich irgendwo ankomme und wirklich da bin und keine Agenda habe, die ich abarbeiten muss. Brauche ich nicht mehr immer ans Nachher zu denken und was noch alles kommt. Ich kann also wirklich ganz da sein. Das ist schon mal ganz toll. Das ist eine Form des Vergleichens. Und zwar entsteht der Eindruck von Zeit dadurch, dass wir vergleichen. Ein Zeitgefühl entsteht, indem wir das, was wir jetzt erleben, mit ähnlichen Abläufen vergleichen, von denen wir wissen, wie lange sie dauern. Ohne dass wir es merken, gleichen wir die Zeit ab mit unserem Herzschlag, mit unserem Atemrhythmus, mit Tagesrhythmen, mit Gesprächsgeschwindigkeiten und so weiter. Wir haben einen Fühler entwickelt. Bedeutet aber, dass wir ständig dabei sind, das jetzt mit früher zu vergleichen, mit früheren Erfahrungen. Ist gar nicht nötig. Ist gar nicht so wichtig, dass wir das tun, aber wir tun es. Und dieses ständige Vergleichen von dem, was jetzt gerade ist, mit sonst, bedeutet, dass wir zum Teil schon nicht anwesend sind. Nicht ganz. Ihr merkt manchmal zwischen den Worten, da steht die Zeit auch so ein bisschen still. Die Zeit steht immer dann still, wenn sich unser Geist wie so im Raum aufgehängt erlebt, ja, also wie, so merkt ihr, was ich ausdrücken möchte, ja, wenn wir so ganz offen sind und nicht wissen, wo es lang geht, nicht schon alles vorher wissen, was jetzt kommen wird, nicht dabei sind, die übliche Routine, das übliche Programm abzuspulen, sondern den besonderen Moment, den Blick zum Beispiel, ja, den ganz spüren, ja, so ganz. Dieses Besondere, dieses, was noch nie vorher war. Und Stille ist super dafür. Stille ist nicht eine Garantie dafür, dass wir intensiver erleben, aber es ist doch oft eine Erleichterung. Wir können in der Stille, in der äußeren Stille ja hier unser Hamsterrad am Rattern haben. Das kann ja dann auch ganz schön laut werden und ist deswegen noch längst kein wirklich bewusster Moment. Hamsterrad nennen wir auch buddhistisch Samsara. Es dreht sich, es kreist. Und immer wenn es uns an Gewahrsein mangelt, dann dreht es sich besonders schnell. Wir fühlen uns wie gefangen. Es kommt einem dann noch vor, als ob ein Tag dem anderen gleicht und die sausen vorbei und ja klar, das hat mit mangelndem Gewahrsein zu tun. Deswegen ist die Achtsamkeitsbewegung, die Mindfulness-Bewegung auch
total im Kommen war. Alle brauchen wir mehr Achtsamkeit, eine erhöhte Präsenz. Kann niemandem schaden. Ganz, ganz. Aber das ist nicht alles. Achtsamkeit kann auch irgendwie dann wieder so mechanisch werden und kann wieder so an Äußerlichkeiten kleben. Eigentlich ist die Qualität des Lebens, das, wonach wir uns sehen, oder wo zumindest der Text, den ihr vielleicht gelesen habt, den ich vorhin auch gelesen habe, der den Vortrag ankündigte, lässt was durchschimmern von dem Bedürfnis, das Leben intensiver mitzubekommen. Nicht so sehr in diesem Vorbeirauschen, dieser Rasanz zu sein und vor allen Dingen auch glücklich zu sein in dem, was wir erleben. Und das hängt schon mit der Qualität des Gewahrseins zusammen. Unwissenheit übrigens, das tibetische Marigpa, das Sanskrit Avidya, was mit Unwissenheit übersetzt wird, bedeutet eigentlich mangelndes Gewahrsein. Mangelndes Wissen darum, wie es tatsächlich ist. Also eine tiefe Unkenntnis, ein tiefes Nicht-Gewahrsein von dem, wie es wirklich ist. Das bedeutet, dass wir oft an der Oberfläche der Dinge bleiben. Leider, leider. Zum Beispiel auch jetzt, ich könnte natürlich viele Worte sagen, aber eigentlich ist die Botschaft, die ich rüberbringen möchte, mehr in der Stille als in den Worten. Also eigentlich in dem, was ihr hinter den Worten erahnt, wenn ihr zuhört. Weil da ist ein unglaublicher Raum, der uns zur Verfügung steht, ein geistiger Raum, ein innerer Raum. Gewahrseinsraum. Denn dem können die Dinge ganz schnell passieren. Aber wenn wir uns nicht so mit der Oberfläche der Dinge beschäftigen, sondern mehr im Spüren sind, im Erleben von dem, wie es wirklich ist, dann sind wir tief, tief verbunden mit uns selber und auch mit anderen. Und dann kann es um uns herum ruhig sehr turbulent zugehen, aber es entsteht nicht dieses Gefühl, dass uns das Leben lebt, sondern wir leben das Leben. Also wenn ich lese, das Leben rauscht vorbei, dann diesen Titel, dann habe ich das Gefühl, ja, das drückt so eine Hilflosigkeit aus. Das Leben geht so schnell und es ist schon gelebt und ich laufe irgendwie hinterher den nicht so ganz gelebten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Das würde bedeuten, dass wenn ich dann sterbe, und das kann ja wirklich sehr bald sein, dass ich es dann bedauern würde. Eigentlich bedeutet dieser Titel also, wie kann ich leben, dass ich nicht bedauere, so gelebt zu haben, wenn ich sterbe. Eigentlich geht es darum, oder ich möchte richtig glücklich sterben können. Ich habe schon Menschen gesehen, die glücklich gestorben sind. Ja, das ist das Privileg, wenn man so als Lama, als Dharma-Lehrer unterwegs ist, dass man manchmal zu Begleitung gerufen wird und kann dann auch sehr viel Schönes erleben. Also die Frage so, wie kann ich leben, wie möchte ich leben, so, dass ich nichts zu bedauern habe, wirklich das Gefühl habe, ja, dieses Leben entspricht mir. Es lebt mich nicht, sondern ich lebe es und ich lebe es genauso, wie ich es leben möchte. Das braucht unglaublich viel Gewahrsein. Da ist nichts zu viel. Jedes bisschen mehr ist willkommen. Eine oberflächliche Antwort würde so aussehen, dass man von Entschleunigung spricht, von Beruhigung. Das ist aber oberflächlich für mich, weil es hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun. Es hat auch nichts mit der Anzahl Begegnungen zu tun, die wir im Tag haben. Also meine To-Do-Listen sind genauso lang wie eure, denke ich. Ja, es ist, glaube ich, nicht der große Unterschied. Aber es hat was damit zu tun, wie wir da drin unterwegs sind. Und es hat was mit der Anspannung zu tun. Wenn wir angespannt unterwegs sind, dann lebt uns das Leben. Wir sind immer beim Hinterherhechten, Vorausplanen und irgendwie
Anspannung bedeutet, kontrollieren wollen. Das ist sehr anstrengend. Wir sind nicht eins mit dem Leben. Wir haben Tage, wo kein einziger ewiger Moment war. Das ist so traurig. Weil wir im Kontrollieren sind, wenn wir immer in diesem Machen wollen, erreichen wollen, abhaken wollen. Und immer meinen, auch jetzt müsste ich noch meine Meditation kontrollieren, jetzt muss ich noch das visualisieren, jetzt mache ich noch den Text und dann mache ich noch die Mantren und dann mache ich noch ganz zum Schluss, weil das so gut ist, mache ich auch noch die Praxis. Dann ist das nur Hamsterrad. Ja, das ist Samsara in der Dharma-Praxis. Das ist also Ausdruck von derselben, vom selben Muster, alles immer machen zu wollen, unter Kontrolle zu haben. Das Zeitlose, das entsteht, wenn wir zulassen, dass es jetzt einfach so ist. Wir können gestalten, aber auch in dem Gestalt. Da ist so etwas, wir sind da nicht mehr getrieben. Wir haben Freude am Gestalt. Das ist also nicht aus der Angst heraus. Im Grunde genommen ist die Ursache von unserem Stress ist Angst. Und Angst ist der emotionale Ausdruck von Unwissenheit, also von mangelndem Gewahrsein. Immer da, wo mangelndes Gewahrsein ist, taucht Angst auf. Deswegen ist sie überall. Deswegen ist überall diese Unruhe, diese Nervosität zu spüren. Selbst in den ruhigen Momenten ist noch Nervosität zu spüren. Selbst dort. Wenn alles eigentlich perfekt ist, selbst dort sind wir unruhig. Und das ist dieses mangelnde Gewahrsein. Die zeigt sich durch Angst und Unruhe. Tiefe Unruhe, auch was die existenziellen Fragen angeht. Sterben, Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit, was auch immer. Tiefe Unruhe. Der Buddha war sein Leben lang arbeitslos. Ja. Macht euch das mal klar. Und er war Sozialhilfeempfänger. Ne? Ohne regelmäßige Einkünfte, nur Spenden. Okay? Kein Dach über dem Kopf. Obdachlos. Ist das nicht mal ganz gut, sich das klar zu machen? Das ist eine ganz andere Sicht. Ein Arbeitsloser, Sozialhilfefänger, obdachlos. Ja. Ja, das ist immer ein Zweifel, ne? Man könnte ihn auch einfach Wanderprediger nennen. Okay, ist auch in Ordnung. Hat den Vorteil gehabt, dass er in einem Land gelebt hat, wo es nicht ganz so kalt wird. Aber wenn er schon mal in Nordindien war, im Winter, da wird es ganz schön. Also in Delhi gibt es das, dass Leute sogar erfrieren. Und das ist ja so die Zone, in der er sich aufgehalten hat. Was macht einen denn so entspannt? Entspannung gibt Wärme. Spannung hat was mit Vertrauen zu tun. Was würde euch denn? Ist ja nett, von Buddha zu sprechen, aber der ist ja weit weg. Irgendwie ein bisschen unerreichbar, so als Role Model, ja, so als Vorbild. Wenn wir voller bewusster, also voller leben wollen, im Sinne von wirklich intensiver und glücklicher, dann müssen wir in unsere Ängste hineinschauen. Wir müssen den Mut haben, da gibt es keinen Weg drum herum, unseren Ängsten zu begegnen. Denn die treiben uns. Die machen unsere To-Do-Listen zu richtig schweren Aufgaben und ziemlich viel Stress. Und die machen selbst das Rentner-Dasein zu einem äußerst unruhigen Dasein. Das sind die Ängste. Und wenn wir uns ihnen nicht zuwenden, haben sie uns. Treiben sie uns. Also, wenn wir jetzt nochmal an den Anfang zurückdenken, wann entstehen diese zeitlosen, offenen Momente?
Ist es nicht tatsächlich so, dann, wenn keine Ängste aktiv sind? Merkt ihr das? Da ist doch ein Zusammenhang. Es gibt auch zeitlose, sehr angstvolle Momente. Das sind Panikmomente, das ist eine andere Art von Zeitlosigkeit. Ne? Meine ich jetzt. Aber sonst so. Die Momente, wo wir mal so richtig mitbekommen, einen Morgen in unserem Garten oder wenn wir unsere beschlagenen Scheiben anschauen, als hätten wir sie noch nie gesehen. So. Oder vielleicht etwas essen, als würden wir es jetzt gerade zum ersten Mal essen. Wirklich mitbekommen. Wirklich mitbekommen, was wir da im Mund haben. Was sind das für Momente? Das sind Momente, wo wir nicht schon woanders sind. Eindeutig. Und wo uns nichts einengt und plagt, was jetzt gerade die volle Erfahrung verhindern könnte. Na, es plagt uns. Wir können voll und ganz offen. Diese offenen Momente, die haben auch noch einen anderen Geschmack. Die haben noch den Geschmack, als ob da gar niemand wäre. Es ist wie wenn wir selber so ein bisschen sehr stark zurücktreten würden. Deswegen habe ich vorhin in der Meditation gesagt, da ist eigentlich niemand. Niemand, der meditiert, niemand, der etwas zu tun hat. Die Möglichkeit haben wir auch, das kennen wir. Ja? Dass es Momente in unserem Leben gibt, als ob das normale Ich, das Stress-Ich zurückgetreten ist. So. Als ob das gerade nicht anwesend wäre. Und, ja. Wo wir gar nicht mehr wissen, was die Probleme waren, die wir eben noch hatten. Da wir das alle kennen, brauche ich euch eigentlich nur auf diesen Unterschied aufmerksam zu machen und ein paar Deutungsversuche geben. Ich kann natürlich auch ganz tief über die Praxis des Nicht-Ich sprechen, über die Meditationsansätze, die uns helfen, das tief zu erkennen. Eine tiefe Seinserkenntnis führt dazu, dass das Leben eben nicht mehr an einem vorbei ist. Aber eigentlich geht es nur, damit dieser Abend heute irgendwelche Früchte trägt, jetzt hier in eurem Leben, in meinem Leben, geht es eigentlich nur darum, den Kontrast ins Bewusstsein zu rufen, zwischen den Momenten, wo wir richtig voll erleben und die wir nie bedauern würden. Nie würden wir die bedauern. Diese Momente, die sind sowas von einer Fülle und Präsenz und das Herz ist offen. Und dann die anderen, die offenbar zum Schreiben dieses Textes da geführt haben, dass das Leben einem vorbeirauscht und man vielleicht nicht so ganz den Schlüssel zum Glück gefunden hat. Da wir beides kennen, brauchen wir eigentlich nur zu vergleichen und uns zu fragen, ja, und was für Kräfte sind da aktiv und was für Kräfte sind in den Erfahrungen aktiv? Und wenn wir merken, wenn ihr einverstanden seid, dass da eine ganze Menge Stress ist, Angst, Unruhe, dann würde ich vorschlagen, dass wir den Stier bei den Hörnern packen und uns die Ängste anschauen. Sollen wir so kurz mal aufzählen, die Standardängste? Die äußeren Ängste, das kennt ihr gut, ne? Wir haben aber letztes Mal auch schon darüber gesprochen, als ich hier war. Da haben wir so ein ähnliches Thema, wo ich dann auch ein bisschen über die äußeren Ängste gesprochen habe. Aber die inneren Ängste, die treiben uns eigentlich. Das ist ganz oft die Angst, nicht zu genügen, oder die Angst, dass es nicht genug ist. Ist doch verrückt, oder? Geben wir uns doch einfach damit zufrieden, dass wir nicht genügen. Was ist das für ein Stress, dass wir meinen, wir müssten immer noch besser sein? Ich hoffe, ihr seid nicht mit der Motivation hier heute Abend hergekommen, noch besser zu werden. Mein Wahlspruch hängt bei mir neben dem Platz, wo ich mein Geschirr spüre. Ich bin nicht perfekt
Und ich arbeite auch nicht da. Ja, das ist für mich eine Revolution. Es ist eine echte Revolution. Und vor einigen Jahren, als mir klar wurde, dass ich kein besonderer Lama zu sein habe, sondern nur ein ganz normaler Lama sein darf, war es so erleichtert. Es gibt nämlich Lama-Stress. Ja, genauso wie es Dharma-Stress. Überlegt mal in eurem Leben, also eine ganz normale Mutter oder ein ganz normaler Vater sein zu dürfen. Ein ganz normal guter Ehemann, ganz normal gute Ehefrau oder Partner. Ganz normal im Job, gar nicht irgendwie diese, ja, also all die Ansprüche mal rausnehmen und nur mit der Freude gehen, was uns Freude macht, was Tolles zu tun und hier und da Dinge zu verbessern. Gut, Freude macht keinen Stress. Das ist die Angst, die keinen Stress macht. Okay, das ist, was so uns angeht. Das können wir, da können wir jetzt jede Lebensbeziehung durchgehen und uns erlauben, einfach zu sein. Und warum das Ganze ziemlich intelligent ist, ist, weil wenn wir entspannt sind und aus diesem Stress rauskommen, dann kommen all die innewohnenden Qualitäten zum Vorschein. Das ist das Tolle. Das heißt, unser Leben verbessert sich. Wir sind, weil wir entspannt sind, ein viel besserer Vater und Partner und sonst. Das kommt, weil wir es nicht immer versuchen. Es ist für alle so anstrengend, wenn wir immer versuchen, besser zu sein. Das ist für die, die mit uns sind, auch wahnsinnig anstrengend. Ne? Also das ist, was uns selber angeht. Der erwachte Geist, also der non-duale Geist, der wird in der Mahamudra-Tradition auch gewöhnliches Bewusstsein genannt. Tamaki Shepa auf Tibetisch. Gewöhnlich, normal. Und dieses Tamal bedeutet das Bewusstsein der gewöhnlichen Leute. Also keiner, also die Botschaft, die damit einhergeht, ist, denkt nicht immer, das Erwachen wäre etwas Besonderes. Der liegt hier völlig verkehrt. Das ist das, was jeder von uns in sich trägt. Dieses Bewusstsein von jedem von uns gewöhnlichen Menschen hat diese Möglichkeit, dieses vollwachen Erlebens. Diese zeitlosen Momente deuten schon darauf hin. Je kompletter wir uns selbst vergessen können, desto mehr zeigt das. Jetzt machen wir aus dem Leben ständig eine Show, wo wir uns selber beweisen müssen, dass wir gut genug sind. Was für ein Stress. Dann müssen wir es eventuell auch noch anderen sagen. Aber meistens geht es dann doch letzten Endes um uns selbst. Die anderen sind nur eine Entschuldigung, die sind nur vorgeschoben, dass wir meinen, wir müssten den Ansprüchen anderer genügen. Die sind meistens heilfroh, wenn wir endlich mal entspannen. Ja. Und wir können Großartiges leisten, wenn wir entspannt sind. Dann ist unser Herz offen, unser Geist funktioniert bestens, all unsere Qualitäten zeigen sich. Da geht nichts verloren dadurch. Gar nichts. Und jetzt mal zur Situation selber. Also das, was wir erleben, dem sogenannten Leben. Ja? Wie ist das mit dem Leben? Ist da irgendwas verkehrt dran? Weil der andere Aspekt von dem, was uns stresst, ist, dass wir meinen, der jetzige Moment, also das, was wir gerade leben, meine jetzige Lebenssituation, dann meine ich jetzt gerade diesen Atemzug, diesen Hocker, diese Sitz, was auch immer, alles, die Luft, die zu stickig wird, immer ist irgendwas nicht gut genug. Merkt ihr, was da für eine Unruhe reinkommt, wenn uns diese ganz normalen Lebensumstände, mit denen wir ständig zu tun haben, wenn wir uns irgendwie immer das Gefühl geben, wir müssten noch was verbessern. Wir können uns nie richtig hinein entspannen. Immer muss erst noch aufgeräumt werden, bevor wir entspannen können. Ja. Staubsaugen.
Staubsaugen, Blumen gießen, was auch immer, alles wichtige Dinge. Oder wir lassen alles liegen, ja, und wir entspannen uns, aber wir kriegen es innerlich nicht los. Wir kriegen die Gedanken nicht entspannt. Das ist ja unser Problem. Ob wir Messis sind oder Perfektionisten, die in völlig aufgeräumten Wohnungen alles perfekt liegen, aber hier oben, ja. Wir nennen das die Muster von Hoffnung und Furcht in der Mahamudra-Tradition. In den meisten buddhistischen Traditionen wird das Anhaften und Abneigung genannt. Hoffnung und Furcht. Wir erwarten etwas, das ist die Hoffnung. Wir möchten etwas rauskriegen, wir möchten noch etwas mehr aus dem Leben rauskitzeln. Und wir haben die Befürchtung, dass es daneben geht, dass es schief geht, dass wir es nicht schaffen, dass es immer diese Grundspannung. Streben nach dem vermeintlich Angenehmeren und das Ablehnen vom vermeintlich Unangenehmeren. Da könnten wir doch auch mal reinschauen. Nehmen wir doch die Situation jetzt. Schaut doch mal gerade, fühlt doch gerade mal euch hinein. Könnt ihr, also ich habe es mir jetzt bequem gemacht. Könnt ihr noch bequemer da sein? Könnt ihr noch irgendwie noch entspannter, noch offener da sein? Jedes Wort, was ich sage, wenn ihr entspannt seid, hat zehnfache Wirkung im Vergleich zu dem, wenn ihr angespannt seid. Das ist so, das weiß man sogar in der Schule. Wie gut entspannte Kinder lernen, wenn sie mit Freude lernen. Ankommen im Moment wird ja oft von gesprochen und es ist so wahr. Aber es gibt gar keinen Moment, das ist das Problem. Wenn wir uns wirklich entspannen, finden wir keinen Moment. Dann kommt dieses Zeitlos. Dann kommt dieses fließende Erleben, in dem es keine Momente gibt, sondern nur ein Kontinuum des Seins. Es geht darum, da hinein zu entspannen und es einfach mal so sein zu lassen, wie es ist. Und wir brauchen nichts zu machen, um es irgendwie super anzustreichen und das dann als perfektes Leben zu verkaufen. Das ist in sich vollkommen, weil es vollkommen erlebt wird. Nicht, weil es irgendwie jetzt die beste Suppe ist, aber die Suppe voll zu schmecken, den Klang voll zu hören, den Händedruck ganz zu spüren oder was es auch immer ist, ganz da sein, dann entsteht dieses Zeitlose. Die Dzogchen-Tradition, eine andere tibetisch-buddhistische Tradition, die hat sich diese Aussage zum zentralen Inhalt ihrer Lehre gemacht. In Mahamudra geht es mehr um das natürliche Sein, in der Frische und so. Und Dzogchen bedeutet große Vollendung, Dzogchen. Und da geht es darum, dass jeder Moment des Erlebens in sich vollkommen ist, in sich vollendet. Eine vollkommene Erfahrung des Erwachens. Alles ist da, was es zum Erwachen braucht. Jetzt. Immer jetzt. Wir brauchen nach nichts anderem zu suchen. Wenn unser Leben uns zu schnell vorkommt, dann weil wir ständig nach etwas anderem suchen. Und wir mit der Suche aufhören und wirklich mal da sind, dann ist unser Leben auch nicht mehr so schnell. Mir geht diese heutige Abend weder zu schnell noch zu langsam. Es ist völlig okay. Ich halte auch eine Menge Stille aus. Wie viel Stille haltet ihr denn aus? Wie viel haltet ihr es aus, einfach zu sein? Überlegt euch das mal. Wenn ich hier einfach bin, auf dem Sitz des Lehrers, des Vortragenden, ja, dann muss ich halt mich entspannen können, auch wenn ich vielleicht eine Erwartungsspannung spüre bei euch, dass ich noch was sagen soll. Das ist eine ganz klassische Situation, dass wir
in diesem Leben unterwegs sind und haben es mit Erwartungen und Ansprüchen auch anderer zu tun. Aber muss ich die zu meinen eigenen machen? Nur, wenn ich denke, dass es gut tut, denen zu folgen. Aber ich kann das auch relativ stressfrei tun. Muss mir nicht bloß, weil die anderen eine Erwartung haben, diese auch anziehen. Das könnte auch nochmal hilfreich sein, das sich genauer anzuschauen. Wie weit ich mir mein Leben nach den Ansprüchen anderer gestalte, die ich dann zu meinen eigenen gemacht habe, so internalisiert, aber die eigentlich gar nicht meine Prioritäten sind. Es ist mir eine Priorität, andere Menschen glücklich zu machen. Also dazu beizutragen, dass jeder sein Glück findet, das ist besser gesagt. Aber dazu trage ich ja gar nicht bei, wenn ich deren Stressmustern folge. Dann bin ich ja nur Gehilfe im Hamsterrad. Das heißt, ich kurbel noch ein bisschen mit. Beim anderen so. Versteht ihr? Das hat gar nichts mit Mitgefühl und Liebe zu tun. Und mit Weisheit schon gar nichts. Also wenn wir einander mitfühlend, freundschaftlich unterstützen wollen, dann ist es vielleicht ganz gut, sich gegenseitig zu helfen, nicht so sehr an der Kurbel zu drehen und den Abgrund zu schaffen. Das könnte ein richtiges Partnerschaftsprojekt sein, also oder Freundschaftsprojekt. Für Menschen, die zusammen sind, die könnten sich überlegen, sich gegenseitig, wechselseitig darin unterstützen, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Das kann richtig praktisch werden, also dass man sich wirklich zusammensetzt mit einem engen Freund oder eben Partner, Partnerin und mal ganz konkret wird. Was treibt dich um, was treibt mich um, was treibt uns? Was lässt uns so unruhig sein? Wo können wir einander unterstützen, Schritte zu machen? Wir können einander zum Beispiel entlasten, wenn das die ganz engen Beziehungen sind, dann können wir einander entlasten aus der Bürde, wir können die entlassen aus der Bürde, mich glücklich machen zu müssen, zum Beispiel. Was für ein Stress! Ja, ich bin doch nicht verantwortlich für das Glücklichsein meiner Partnerin oder umgekehrt. Aber das wir tun oft so. Also ich bin verantwortlich für meine eigenen Handlungen und dass ich das abstimme. Und ja, aber ob die andere Person wirklich glücklich ist, ist nicht in meiner Hand. Und viel von dem tiefen Stress, das hat gar nichts mit dem Arbeitsstress zu tun, das hat damit zu tun, dass wir uns verantwortlich fühlen für das Glück der Menschen um uns herum. Aber das haben wir ja gar nicht in der Hand. Selbst wenn wir noch so offenen Herzens da sind, heißt das noch längst nicht, dass die andere Person sich entspannen wird und glücklich sein wird. Das haben wir gar nicht in der Hand. Das können wir so ein bisschen unterstützen. Wir können einen Raum schaffen. Aber das tun wir am besten, wenn wir mal schon selber aus dem Stress herauskommen, so auf der Ebene für den anderen verantwortlich zu sein. Wir können nur den Umgang mit unserem eigenen Geist, mit unserem eigenen Handeln und Sprechen verantworten, das andere. Also ich übernehme volle Verantwortung für diesen Abend, für das, was ich getan habe. Aber ich bin nicht verantwortlich dafür, dass ihr jetzt alle glücklich seid. Wenn man das jetzt so auf den Punkt bringt, hört sich ziemlich frech an, ne? Aber es ist doch wahr. Ich habe die Frechheit, aus dem Lama-Hamsterrad zum Beispiel auszusteigen. Und ich bin hier, weil ich Lust drauf habe. Nicht aufgrund von irgendwelchen Zwängen. Das ist für sinnvoll. Und da ich mich da nicht abhängig mache, kann ich auch die Worte sagen, die ich sagen möchte. Es kommt nur aus dieser Unabhängigkeit. Wenn wir in diesen Abhängigkeitsbeziehungen sind, so viel Hoffnung und Furcht, was die anderen denken könnten, was der ganze internalisierte Stress, wir sind nicht mehr frei, einfach zu sein. Was ja das eigentlich Hilfreiche wäre, in jeder Beziehung, wenn wir ganz authentisch da sein können. Das wäre ja echt so.
Ja, das war jetzt, glaube ich, so meine Einführung. Ihr wisst ja, der zweite Teil des Abends, so diejenigen, die mich kennen jedenfalls, die wissen, der zweite Teil ist immer dann Fragen und Antworten. Deswegen macht es mir dann möglich, dann näher an euren Bedürfnissen noch zu sprechen. Ja. Du sagtest vorhin, man ist nicht verantwortlich für das Glück des Partners. Jo. Aber wie soll es dann gehen, wenn man da überhaupt nicht drauf achtet und jeder macht nur, was er will, gibt es doch nur Stress und Ärger. Und das wäre ja dann eine ganz furchtbare Interpretation. Also wenn du hörst, ist das tatsächlich so, dass du hörst, wenn ich sage, ich bin nicht verantwortlich, jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal, wir wären in einer Partnerschaft, ich bin nicht verantwortlich für dein Glück. Das bin ich auch, habe ich ja auch die Frechheit gehabt, heute Abend zu sagen, ich bin nicht verantwortlich, ob du jetzt heute Abend glücklich bist. Trotzdem gebe ich mein Bestes. Ja, das Beste jetzt für die Sache, für dich, für mich also nicht. Als Partnerin? Ja, guck mal, ich gebe sogar das Beste für dich. Also auf jeden Fall jetzt während der Antwort. Ja, aber jetzt... Nee, ganz ehrlich, schau mal, auch in der Partnerschaft. Tatsächlich bin ich bereit, das mir mögliche Beste zu geben, aber ich weiß ja nicht, ob es angenommen wird, ob es ankommt. Weißt du, meine Partnerin zum Beispiel war eine wunderbare Köchin, macht eine wunderbare Mahlzeit, weiß aber nicht, ob es mir schmeckt. Ob ich dann glücklich bin, ist dann doch nicht in, ja? Ist nicht in meiner Hand. Ja, aber es geht ja jetzt nicht immer nur ums Essen. Nee, das war nur ein einfaches Beispiel. Man kennt doch seinen Partner eine Zeit lang, oder wenn man Kinder hat, dann sind es noch mehr Personen. Und man kann halt nicht immer machen, was man nur selber will. Du bist verantwortlich für das, was du tust, aber nicht dafür, wie jemand anders sich dabei fühlt. Das heißt, du stehst Verantwortung für das, wie du, ob du dich wirklich reingibst, ob du dich öffnest, ob du... Ja, das alles. Wir sind für uns selber verantwortlich und für unser Verhalten, aber wie das beim anderen ankommt, da hat der andere die Verantwortung für. Ob er sich dafür öffnen kann, was du für Angebote machst und ob er sich entspannt dabei öffnet, denn dann erst wird er glücklich. Es gibt ja verschiedene Stufen von, wie weit ich auf den anderen eingehe. Ja, und das kannst du natürlich auch dosieren, aber darüber habe ich nicht gesprochen, wie weit wir auf den anderen eingehen und ob wir die Verantwortung für sein Glück übernehmen. Da gibt es also eine Kette von Verwechslungen, die jetzt gerade, die du ansprichst, die sehr wichtig sind. Wir sind soweit, wir geben also unser Bestes für andere, okay, auch in der Paarbeziehung. Wir geben wirklich unser Bestes. Aber ich bin nicht verantwortlich für das Glück des anderen. Das ist noch ein Unterschied. Verstehst du? Schwer. Naja, das ist wahrscheinlich ein Punkt, also ich würde jetzt sagen, wo du mal noch hineinspüren müsstest. Vielleicht hast du auch einen Partner, mit dem du darüber sprechen kannst. Es ist wirklich spannend. Bin ich verantwortlich dafür, ob meine Kinder glücklich sind? Gehen wir mal aus dem Bereich Partnerschaft raus. Kinder, bin ich verantwortlich dafür? Ich kann die bestmöglichen... Nein, du bist nicht verantwortlich. Du kannst nur die bestmöglichen Bedingungen schaffen. Aber du bist nicht verantwortlich. Du bist nur verantwortlich dafür, gute Bedingungen zu schaffen. Wir verwechseln das Bedingungen schaffen mit dem Resultat, das wir anstreben. Wir möchten gerne, dass sie glücklich sind, aber wir sind nicht verantwortlich dafür. Nur für das, was wir an Atmosphäre schaffen, wie wir mit der Situation umgehen, wie wir eben eingehen auf sie, die Kinder oder auf den Partner. Das ist ein bisschen was anderes. Wir verwechseln, und das ist ein Teil unseres Stresses, dass wir über das Maß hinaus, wo wir wirklich Verantwortung übernehmen können, dass wir uns für alles Mögliche drumherum verantwortlich sind. Kinder fühlen sich schon verantwortlich dafür, wenn es ihren Eltern schlecht geht. Das fängt da schon an. Das setzen wir unser ganzes Leben fort, dass wir uns für das Glück anderer verantwortlich sind. Das ist irre, dadurch entsteht ganz viel Stress. Also für das, was wir an Atmosphäre reinbringen, dafür sind wir verantwortlich, wie wir eingehen, wie wir da sind. Und das ist immer wieder
wie ich da bin, was ich hineingebe, und dann ist immer noch die Frage, ob es den anderen erreicht. Zum Beispiel jetzt, ob dich meine Antworten erreichen. Ich tue mein Bestes, aber dann ist der andere Teil ist bei dir. Das ist dann außerhalb meiner Reichweite. Und zum Glück ist das so. Sonst wärst du ständig denn im Stress, du müsstest bloß, weil ich mich so bemühe, jetzt irgendwie das große Aha-Erlebnis haben. Du darfst weiterhin bis ans Ende des Abends einfach nicht einverstanden sein. Das ist völlig in Ordnung. Und ich bemühe mich trotzdem, das klar zu machen. Max, mach nachhaken, du brauchst jetzt nicht zu schweigen oder abzunicken. Also nein, nein, ich nehme zur Kenntnis, was du gesagt hast. Ja, das ist doch gut. Ja, aber ich habe da eine. Ja. So, man kann ja nicht ständig immer sich bemühen und sich verantwortlich fühlen und einem geht es selber schlecht damit. So, und da denke ich, da muss man doch erstmal sagen, ja, was mir gefällt, das mache ich, und wenn es dem anderen auch gefällt, dann ist es auch in Ordnung, aber ich bin nicht für ihn zuständig oder für sie. Das kannst du in einer Partnerschaft so machen, bei Kindern kannst du es nicht ganz so machen. Kinder sind sowieso was anderes. Also, die Erwartungshaltung ist eine ganz andere, denke ich. Und das hat jetzt ein bisschen nach dem Lustprinzip gehört, was du angesprochen hast. Ich denke aber nicht, dass wenn man in einer Beziehung ist, dass man dann irgendwie nur auf Lust bedacht ist, sage ich mal. Nee, das nicht. Aber man kann sich auch dabei aufgeben, wenn man dann ständig bei dem anderen ist, wie kann ich dem anderen was Gutes tun? Ja, ja, das geht nicht. Das also man kann dem anderen nicht irgendwie so alles bieten. Das kommt ja auch nicht an. Von daher kann ich nur das machen, was mir auch irgendwie gut tut. Ich kann mich nicht verbiegen, sage ich mal. Ja, das sollte ich auf jeden Fall immer im Auge behalten. Ich stimme dir voll zu. Selbstaufgabe, in so wie du es jetzt ansprichst, tut nicht gut. Und deswegen finde ich also Verantwortung in dem Sinne wird dann überbewertet. Also warum muss ich denn Verantwortung für jemand anders, der auch erwachsen ist? Das sage ich doch gerade, das will ich nicht. Das brauche ich nicht. Sage ich doch. Das wäre jetzt also die Antwort eigentlich auf Sie nochmal. Ne? Ne? Weil das ist genau das, was ich sage. Wir können nicht Verantwortung für einen anderen übernehmen, aber wir übernehmen Verantwortung dafür, wie wir in der Situation sind. Und tatsächlich sollten wir Verantwortung dafür übernehmen, dass wir uns selbst nicht verraten. Ich nehme ein anderes Wort als Selbstaufgabe, dass wir uns selbst, dem da, was innerst, was unsere innersten Werte und Qualitäten, dass wir dem nicht untreu werden. Dass wir dem treu bleiben. Denn ein anderer, ich kenne keinen Weg, wo jemand, der sich untreu wird, glücklich wird und irgendwie wirklich was für das Glück anderer tun kann. Ich hätte noch nachhaken, wie passt es zusammen, zu sagen, ich tue mein Bestes? Was dann ankommt, ist eine andere Sache. Und dieser Wahlspruch, den du vorhin genannt hattest, ich muss nicht perfekt sein und ich arbeite auch nicht. Genau. Das finde ich so ein bisschen, das ist genau, was ich so widerstreite. Ja, aber guck mal, wenn ich nicht daran arbeite, perfekt zu sein, dann ist mein Bestes gut genug. Wenn es dem anderen nicht gut genug ist, ist das sein Problem. Ja? Wenn ich mein Leben läuft nicht mit einer Nieder, so wie nur immer mit halber Kraft unterwegs sein, weil ich bin wirklich voll und ganz unterwegs, aber das muss dann auch reichen. Ich bin nicht noch dabei, mehr von mir zu fordern. Das heißt, es gibt immer noch eine Perfektion, die natürlich nie erreicht wird. Und diesen Stress, den können wir ganz weglassen. Wenn ich von Herzen mich ganz öffne und ganz da bin und so, das ist es. Ja? Weil mit halber Kraft zu leben, macht auch nichts. Wir sind wirklich dann auch wirklich immer ganz da. Mir fällt dazu so ein Bild ein, nämlich, ich koche so gerne, ne? Deswegen fällt mir ein Kochbild ein. Das ist die Situation so wie so ein Buffet. Also wenn ich Köchin bin und dann bereite ich für dieses Buffet ganz, ganz viele schöne Sachen vor, so gut wie ich das kann.
Und das Buffet präsentiere ich dann dem anderen. Und ob er davon was nimmt und was er nimmt und ob es ihm schmeckt oder nicht schmeckt, kann ich nicht mehr beeinflussen. Aber was ich machen kann, ist die Häppchen so lecker machen, wie ich es irgendwie kann. Ja. Ja, und voller Liebe und Hinweise auf den anderen, aber dann. Genau. Und wenn ich weiß, was er gerne isst, dann würde ich da vielleicht versuchen, noch ein leckeres Häppchen raus, was weiß ich, was zu machen. Ja. Ich habe noch eine andere Frage, die hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen. Und zwar hin zu frei und authentisch sein. Und das hat mich irritiert, weil das ist mir ja manchmal sehr schwer zu greifen, weil ich bin ja innerlich, habe ich ja eine persönliche Geschichte mit verschiedenen Strömungen, mit verschiedenen Impulsen. Und die sind ja eigentlich gar nicht jetzt immer frei. Und was ist dann authentisch? Das ist sehr schwierig, finde ich. Das kann ich vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Also, erstmal gehört dazu, dass ich also Rollen, in denen ich unterwegs bin, Selbstdarstellungen, in denen ich unterwegs bin, nicht unnötig lange aufrechterhalte. Also, ja, dass ich eine Rolle auch aussteigen kann und einfach, ja, die Rolle ihre Funktion erfüllt. Und die Rolle jetzt zu unterrichten, ist eine Rolle, braucht keinen Moment länger anzuhalten, als sie wirklich abgefragt wird. Das ist so, hat was mit dieser Fähigkeit zu tun, authentisch sein. Auch in der Rolle kann ich authentisch sein. Mit dem authentischen Wunsch, sie gut auszufüllen, aus tiefen Motivationen, wo ich spüre, ja, das hat mit mir zu tun. Zum Beispiel, du bist Mutter und jetzt demnächst Großmutter, das ist echter Wunsch an deiner Biografie und du gehst dem nach und du lebst das auf die dir am meisten entsprechende Art und Weise. Jetzt, was ich damit meine, ist, dass wir tiefe innere Werte haben. Jeder von uns, es gibt Dinge, die uns, also nicht Dinge, sondern Qualitäten, die uns im Leben ganz besonders wichtig sind. Aufrichtigkeit, Freundschaft, Spontanität, Freude, Gelassenheit, was auch immer. Ja, so wirklich Qualitäten, die uns sagen, ja, dafür lohnt es sich zu leben. Und diese Qualitäten, so viel wie möglich zuzulassen, das meine ich mit authentisch. Dass wir möglichst mit dem innersten Antrieb in uns, dem, was uns zutiefst innerlich bewegt, motiviert und das Leben lebenswert macht, dass wir damit verbunden sind. Und das kann dazu führen, dass wir jede Menge Verantwortung übernehmen, Verpflichtungen, dass wir uns in Projekte stürzen, dass wir dieses und jenes machen oder uns zurückziehen und nur noch im Gartenhäuschen leben. Und, ja, also es kann, was das dann in der äußeren Welt macht, das sind dann die äußeren Konsequenzen davon, das in sich zu spüren und das umzusetzen. Ja, vielleicht nochmal genauer, es gibt ja auch oft Konflikte, zum Beispiel in der Freundschaft, ist die Freundschaft, die Zuneigung das eine. Und eine Aufrichtigkeit ist manchmal auch im Konflikt dazu. Ein Konflikt mit was? Mit der Freundschaft, wenn ich zum Beispiel weiß, es ging. Mit der Freundschaft ist die Aufrichtigkeit im Konflikt. Ja, manchmal. Also, schreib mir das mal genau. Mit was ist die genau im Konflikt? Ja, die Aufrichtigkeit wäre ja zum Beispiel einen Konflikt auszutragen. Wäre Aufrichtigkeit. Nee. Aufrichtigkeit ist zu sagen, was du spürst. Das ist aufrichtig. Was du spürst und denkst, das hat jetzt noch nichts mit, ob da ein Konflikt rausfällt, das ist noch nicht. Okay, was ich spüre, aber wenn ich weiß, dass diese Person es im Moment überhaupt nicht verträgt, dann bin ich im Konflikt. Ja, dann bist du im Konflikt, weil du in dem Moment nicht sagen kannst, was du fühlst oder denkst. Okay. So ist es. Ja, das ist der Kompromiss in der Freundschaft, wo du ein Teil von dir dann vielleicht zurückhältst, weil die andere Person aber nicht, weil es die Freundschaft nicht aushält, sondern weil es der Stolz der anderen Person nicht aushält. Oder weil es eine andere Sensibilität gibt, die das nicht aushält. Weil da plötzlich Verlassenheitsängste auftauchen oder was auch immer. Ja, also das ist nicht, dass die Freundschaft das nicht aushält. Wenn es eine echte Freundschaft wäre, wird ja auch das noch aushalten. Aber die ist nicht genug Freundschaft, um auch das noch aushalten zu können. Das heißt, ihr seid nicht Freunde genug, als dass du dich ganz zeigen könntest. Das ist eine bittere Erkenntnis. Aber das ist nicht, dass die Freundschaft das nicht aushält, sondern ihr seid nicht Freunde genug,
um euch ganz zeigen zu können. Na, also merkt ihr, wir reden uns da was ein, als ob wir nicht aufrichtig sein können, weil es die Freundschaft nicht aushält, aber eigentlich gibt es die Freundschaft gar nicht. So wie wir uns das, wie es eigentlich notwendig wäre, um aufrichtig sein zu können. Ja, das ist so, da ist es vielleicht auch dann selber zu schauen, ja, wenn ich Freund bin für andere, halte ich das aus, wenn andere sich ganz so zeigen, wie sie wirklich sind, wie sie, was in ihnen alles los ist, wenn sie ihre Gedanken und Gefühle mit mir teilen, bin ich da bereit dazu, den Teil, den können wir hineinbringen in die Beziehung. Ja, also da, dann, wenn man nämlich dann genau nachfragt, dann merkt man, was wir uns da manchmal vormachen. Du kannst mir alles sagen, aber bitte nicht das. Dann nehmen wir Rücksicht drauf, und das ist dann einfach dann die Realität des Lebens. Wir nehmen Rücksicht, Rücksicht ist doch klar. Es geht nicht um eine rücksichtslose Aufrichtigkeit. Also sind wir mit uns selber zumindest so klar, ja, ich würde es eigentlich jetzt gern teilen mit der Person, aber ich tue es nicht, mache einen ganz bewussten und liebevollen Kompromiss, ich werfe das auch gar nicht vor, aber es ist ein Kompromiss. Und das tut gut, das so ganz offen so zu spüren, und wenn die Person mich fragt, magst du mir was davon erzählen, dann kann ich auch ganz ordentlich sagen, nee, ich glaube, das mache ich lieber mit mir selber. Es gibt so Situationen, und dann ist klar, das tut ganz gut. Es tut ganz gut, da bei sich zu bleiben. Und dann, ne? Wenn wir anderen etwas vorspielen, und dann du würdest dieser Person zum Beispiel vorspielen, und wir können alle miteinander austauschen, aber hältst etwas die ganze Zeit zurück, das wäre unaufrichtig. Das andere, dass du etwas nicht sagst, ist nicht unaufrichtig, sondern dass du es aufrichtig für dich behältst. Merkt ihr die, ja, es ist gut, da tief hinzuschauen, was wir eigentlich mit uns selber machen. Also, dass wir keine Verantwortung für das Glück des anderen übernehmen, bedeutet nicht, dass wir verantwortungslos sind, sondern voller Verantwortung. Wir wissen, bis wohin wir tatsächlich Verantwortung haben. Ja, was geht euch noch so durch? Ja. Kannst du noch mal was zur Verantwortung sagen? Nee, komm, frag ein bisschen genauer. Das ist so ein Riesenthema. Ja. Ja. Kannst du nicht genauer sagen? Also ich bin viel von Verantwortung und ich weiß auch nicht, was du damit meinst. Ja. Also ich meine jetzt erstmal ganz konkret, was das Wort auf Deutsch sagt, dass man in der Lage ist, eine Antwort darauf zu geben, warum man sich so oder so verhält. Ja, ganz einfach. Man kann Antwort stehen. Ne, daher kommt das Wort. Ja, das heißt also, wenn ich gefragt werde, warum hast du dich gestern Abend so und so verhalten, dann kann ich sagen, ja, das war das und das, was mich bewegt hat, und da ich übernehme die Verantwortung dafür. Das heißt, ja, ich stehe dafür gerade. Das waren die Worte, die ich gesagt habe, das waren die Handlungen, die ich gemacht habe, mit der Einstellung war ich unterwegs, okay, das ist in meinem Bereich. So, das ist so in dem ganz grundlegenden Sinn. Und natürlich kann man das dann auswählen und sagen, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ja, jetzt hast du mir natürlich dann, jetzt habe ich mir selber mit deiner Frage eine Vorlage gegeben. Verantwortung für sein Leben übernehmen bedeutet, dass andere nicht dafür verantwortlich sind, wenn ich unglücklich bin. Okay, wir müssen den Spruch jetzt mal rumdrehen. Ne? Sind andere verantwortlich, ist mein Partner verantwortlich dafür, meine Partnerin, wenn ich unglücklich bin? Ja, und dann vernehme ich Verantwortung dafür, dass ich überhaupt glücklich bin. Oder unglücklich. Hat mit mir zu tun. Ich bin geprägt. Es ist nicht so, dass ich nicht durch meine Biografie, Eltern, Geschwister und so weiter geprägt bin und Gesellschaft und so. Ja, da sind Wechselbeziehungen. Aber hier gibt es einen Bereich, für den ich Verantwortung übernehmen kann. Ich bin nicht nur Opfer. Dann Teil dessen, dass das Leben so an uns vorbeirauscht, ist, dass wir uns ganz stark als Opfer fühlen.
Also wer dieses Gefühl hat, in dem Moment haben wir oft gleichzeitig das Gefühl, dass das Leben was mit uns macht, dass wir dem wir ausgeliefert sind, dass wir wie ein Opfer des Lebens sind. Wir sind Täter. Ja. Wir können gestalten und wir gestalten auch und sind die Auswirkungen unserer Entscheidungen, die dann ausmachen, was in unserem Leben alles so los ist. Das haben wir alles mitentschieden. Und wenn wir das abgeben, dann sind die anderen verantwortlich, für wie es mir geht. Tja, sie sind verantwortlich für ihre Handlungen und ihre Entscheidungen und so. Und dann habe ich noch ein bisschen was da beigetragen. Treibe ständig dazu bei. Und das ist da, wo ich mein Leben in die Hand nehmen kann. Es ist nicht so, dass unser Leben allein durch unseren freien Willen irgendwie so bestimmt wird, sondern in dieser wechselseitigen Abhängigkeit, da gibt's Möglichkeiten, offen zu bleiben, fließend zu bleiben, egal wie schwierig die Situation ist. Fritz. Ich habe ja auch so das mit dem authentisch sein, also dass jeder irgendwelche Grundannahmen oder Grundeinstellungen hat oder die nehmen kann, dass ich dann so etwas wie Authentizität und Freude einstelle. Ich könnte das jetzt so gar nicht sagen. Ich könnte nicht sagen, welche Grundeinstellungen für mich dafür verantwortlich sind, aber ich erlebe immer wieder, also, und das ist an unerwarteten Stellen, plötzlich, dass Glück und Freude aufkommt, dass ich mich entspannen kann, dass sich mein Herz öffnet, dass ich mich freue, hier in dem Raum zu sein, mit Menschen zusammen zu sein. Aber ich könnte das jetzt nicht sagen, was sozusagen das der Kern davon ist. Ja, das ist, um das sagen zu können, braucht es ein bisschen einen Blick da drauf. Aber du hast ein ganz starkes Gefühl dafür, wenn du nicht aufrichtig bist oder wenn du dir selber was einredest. Und ja, also so die, wenn du dich, du hast auch ein Gefühl entwickelt dafür, wenn du dich von deinem eigentlichen Anliegen wegbewegst. Das meine ich. Obwohl es vielleicht noch ein bisschen diffus ist, was denn das eigentliche Anliegen ist, ist es trotzdem schon ein Gefühl, näher dran zu sein oder weiter weg zu sein. Und die Momente, wo dein Herz aufgeht, sind aller Wahrscheinlichkeit nach die Momente, wo du gerade eine Punktlandung hingelegt hast. Wo du gerade genau bei dem bist, was dich wirklich zutiefst berührt. Und das kann auch völlig überraschend sein. Also ich meine damit nicht, dass es planbar ist, sondern nur, dass wir merken, ja, da bin ich tief in Resonanz. Da ist etwas, das hat mit meinem inneren Lebensfaden, das, was ich leben möchte, wirklich zu tun. Ich kann es noch viel genauer beschreiben, aber es reicht eigentlich, wenn jeder von uns ein bisschen spürt, so wo wir uns von unserem eigenen inneren Lebensfaden, Lebensbild entfernt haben, das, was da, wo wir wirklich innere Einkehr erleben, viele Arten und Weisen, das auszudrücken. Ich mache ja mit Kursteilnehmern oft diese Übung, dass wir mal einfach die Qualitäten aufschreiben, die uns wirklich am Herzen liegen, für die es sich noch auf dem Sterbebett, wenn wir rückwärts schauen, gelohnt hätte zu leben. Also das, was die Qualitäten, keine Projekte, keine Namen, keine Orte, sondern nur das, was uns wirklich inspiriert. Da kommt dann einfach sein, spontan sein, gelassen, Freundschaft und. Es kommen dann nicht nur die Standards von Liebe, Mitgefühl und Weisheit, also es kommt dann viel, viel anderes und sehr Persönliches. Da gibt es dann Menschen, die sagen, wild sein. Und alles mit. Da kommen manchmal sehr, sehr interessante Dinge und man spürt, ja, das würde mir gut tun. Ja. Tänzerisch, spielerisch, was auch immer. Oder.
Ich habe dich jetzt verstanden, weil du vorhin den entscheidenden Satz gesagt hast. Du hast gesagt, und dabei sich selbst nicht aufgeben. Ja. Und jetzt sehe ich das, also verstehe ich das so. Wie toll. Du gemeint hast. Toll, wäre ich ja froh. Schön. Danke. Nein, ich danke dir. Naja, ich danke dir erstmal, dass du mich verstanden hast. Gut, Dankeschön. Aber haben wir uns schon verstanden, Fritz? Ja, vielleicht noch nicht ganz, weil ich denke, also, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich schon öfter gedacht habe, das ist das, was du wirklich willst oder was du wirklich brauchst. Und dass auch in meinem Leben dann auch Gelegenheit hatte, das so umzusetzen und dann auch so mehr dem dann nachzugehen. Und ich dann auch eine Weile gemerkt habe, naja, entweder es war gut, aber es hat sich jetzt überlebt, oder ich habe natürlich, es hat sich geirrt oder sowas, dass ich jetzt von diesem Suchen, was ist das denn, oder sowas, so ein bisschen Abstand nehme, was mich sozusagen eigentlich so im Inneren bewegt, sondern es eben einfach der Situation überlasse und dann merke, ah ja, ist es jetzt, aber ich will es nicht festlegen. Also, das kann morgen etwas anderes sein. Ja, aus dem wird sozusagen mehr den, was bin ich eigentlich oder was macht mich eigentlich aus, sondern eben einfach in dieser zu gucken, wo fühle ich mich gut, wo spüre ich. Kann ich voll nachvollziehen. Aus dem, was du beschreibst, klingt für mich heraus, dass du es noch sehr an dem Was festgemacht hast. Du hast jetzt also an den Inhalten oder Projekten oder ein Hobby oder ein Interesse. Mir geht's um die Qualitäten. Wir sind nicht authentisch, weil wir reiten gehen oder Fußballern oder Fernsehen gucken oder tanzen oder, ja? Sondern es geht um eine Lebensqualität. Und da würde ich mich sehr, also wäre ich sehr überrascht, wenn du zum Beispiel mit einem Projekt eine Lebensqualität verbunden hast, zum Beispiel wie Frische oder zum Beispiel Tanzen gehen oder was, also was Tänzerisches oder was Freies. Und die würde dir nicht mehr zusagen, die Qualität würde dir nicht mehr zusagen. Es kann sein, dass du die äußere Aktivität aufgibst. Zum Beispiel, ich steige jetzt nicht mehr auf Berge und mache Tourenski, habe ich jetzt letztes Jahr noch gemacht oder vorletztes Jahr, mache ich im Moment, brauche ich nicht, aber die Frische und die Weite des Geistes und die Freude an der körperlichen Anstrengung, das sind alles noch Qualitäten, die in mir sind und die in mir weiter sein werden. Die werde ich weiter leben, aber ich brauche dazu keine Gipfel mehr. Ja? So erübrigen sich manche Projekte und Aktivitäten im Leben, aber die Qualitäten, die wir da wirklich genießen und die unser Herz, unser Geist öffnen, die werden uns unser Leben lang begleiten. Stehst du? Ja. Das ist so die Ebene. Deswegen habe ich gesagt, wenn wir nach dem schauen, worum es uns wirklich geht im Leben, dann geht es darum, nicht über Projekte, Orte und Menschen, also Aktivitäten zu sprechen, sondern um das, welche Lebensqualität die in uns, welche erfahrbaren Qualitäten die in uns freisetzen. Und da merken wir, ah ja, darum geht es. Verbunden sein und so weiter. Ja. Ja. Ich kenne da einige bei dir in deinem Leben. Ja. Eine letzte Frage. Meinst du, dass diese Qualitäten bei allen Menschen relativ ähnlich sind? Oder meinst du, dass die doch im Großen und Ganzen sehr, sehr unterschiedlich sind und nicht nur in wenigen Kernbereichen? Das ist eine ganz gute und wichtige Frage. Ich glaube, dass die letzten Endes sehr ähnlich sind, aber dass die Wege dahin extrem individuell sind. Also diese Qualitäten, die wurden in der buddhistischen Tradition als die Qualitäten der Buddha-Natur beschrieben. All die erwachten Qualitäten, die Beschreibung war im Grunde genommen die Beschreibung der Qualitäten der erwachten Meisterinnen und Meister, was die ganz frei sind, was für Qualitäten in denen stets zu finden sind, ja, oder das, aber die so abstrakt vorzugeben, macht wieder nur so ein Ziel. Wenn jetzt jemand sagt, wild sein, ja, das ist jetzt das, was, das ist
eine Qualität, die es offenbar jetzt im Leben braucht, um etwas allzu Braves auszugleichen. Um etwas, um zu einer Lebensenergie zu kommen. Es kann sein, dass später in 5 Jahren Wildheit nicht mehr das Wort oder die Qualität ist, die das genau beschreibt, was diese Person erleben möchte. Vielleicht war es dann doch nur Frische und Lebendigkeit. Ja? Aber jeder von uns spürt, und ein Teil davon ist wie so eine Korrektur für etwas, was noch nicht ganz gelebt ist, spürt, wo es um welche Qualitäten des Seins es jetzt gerade geht. Und da braucht es eben auch einen ganz individuellen Raum und Rahmen dafür. Das ist der Ort, an dem die allgemeine, zum Beispiel jetzt buddhistische Lehre, dann oft nicht ausreichend persönlich ist, weil man für alle wie dasselbe meint, wäre gut dabei. Für den einen ist es gut, sich ein bisschen zu beruhigen, der andere könnte ruhig ein bisschen in der Kiefer unter, ja, also, ja, je nachdem, wo die Blockaden sitzen und was man sich nicht erlaubt zu sein. Und mit der Zeit, wir werden nicht ähnlich, wir sind alle unterschiedliche Buddhas, aber mit der Zeit kommen ganz ähnliche Qualitäten zum Vorschein. Aber das Schöne ist noch, dass all die Erwachten, die ich gesehen habe bis jetzt und so, alle deutlich unterschiedlich sind, obwohl sie so ähnliche Qualitäten haben. Man kann sie nicht verwechseln miteinander. Da ist jeder anders. Buddhas sind nicht wie so eine, weiß nicht, so eine Reproduktion von immer demselben. Also ich meine, natürlich habe ich keine Buddhas jetzt gesehen, also so wie man jetzt so sagt, aber ich habe den großen Meistern begegnet und wir sind so individuell und unterschiedlich wie wir auch. Also es ist nicht so, dass sie alle gleich werden. Sie sind sich nur gleich darin, dass sie eben nicht mehr so emotional reagieren und so gezogen sind, wie das sonst der Fall ist. Aber die Art, wie sie in der Welt sind, ist sehr individuell. Ja, was geht euch noch so? Ja. Nochmal ein bisschen eine Frage zu diesem ihr anderen Teil von Freunden, diesem Getriebensein, zu dieser To-Do-Liste, die bei uns wahrscheinlich ähnlich lange für gemeint ist. Wie komme ich von meiner Sicht auf diese To-Do-Liste, von der ich mich sehr auf getrieben fühle, zu einer Sicht, die du vielleicht mehr auf sowas hast? Ja. Mir geht es nicht um die Liste, aber mir geht es um dieses nicht getrieben fühlen, auch dieses bisschen Opfersein, was du vorhin meintest, dann, ja? Sondern wirklich, dass ich hinkomme mehr zu diesem Gestalterischen. Aber wenn ich gerade in dieser engen Situation bin, dann fühle ich auch kaum Raum, da was reinzubringen. Jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich das in der Kürze der Zeit irgendwie so hinkriege, dass es für dich einen Nutzen hat. Weil ehrlich gesagt ist das Umgehen mit meinen To-Do-Listen natürlich etwas, was mich seit vielen Jahren beschäftigt, seit einigen Jahrzehnten. Ne? Also, und das hat sich unglaublich entwickelt. Etwa, ich sage einfach ein paar Dinge vielleicht, die mir geholfen haben. So. Erstmal dieses Banale, die Welt geht auch ohne mich weiter. Ja? Also erstmal schon mal das rausnehmen. Es ist alles nicht so, dass es groß was an der Welt ändern würde, wenn ich jetzt das tue oder nicht tue. So, erstmal schon mal so. Sehr entspannt. Auch jetzt, ich habe mich ja wieder jetzt, ich musste mich ja rausreduzieren, runterreduzieren, um jetzt ins Retreat gehen zu können. Ich habe jemanden angestellt, um meine E-Mails zu machen. Und ja, also um mich da raus, die Aufgabe an Fabienne war, dass sie so die E-Mails beantwortet oder nicht beantwortet, dass sie am Ende von 9 Monaten überflüssig wird. Ja, hat sie geschafft. Fast. Sie guckt immer noch so ein bisschen. Jedenfalls, wie schaffe ich das, mich überflüssig zu machen, meine To-Do-Listen zu reduzieren, wenn ich das möchte? Zwischendurch war das ja alles voll okay, das habe ich gern gemacht, aber was ist es? Und dann, okay, also, es ist gar nicht schlimm, wenn E-Mails unbeantwortet bleiben. Ich habe es gelernt, glücklich zu sein, auch mit 200, 300 auflaufenden E-Mails, die ganz unbeantwortet sind. Geht. Okay. Also, auch glücklich zu sein, wenn die To-Do-Liste nicht erledigt ist. Schon mal, zweiter Punkt. Ja. Egal, wie ich davon abhake, ich lasse mir es nicht nehmen,
glücklich zu sein. Weil es bringt die To-Do-Liste nicht weiter vorwärts, wenn ich noch obendrein gestresst und unglücklich bin. Das hilft ja nicht. Es wird kein Punkt mehr erledigt. Ja? Eher ist die Chance, dass wenn ich freudig und glücklich bin, dass ich am nächsten Morgen direkt wieder loslegen kann und weiteres erledige. Ja? Also erstmal so eine grundlegend und egal wie viel ich davon erledigen kann, wird mir mein Glück nicht nehmen lassen, weil ich werde weiter offen bleiben. Ich gehe jeden Punkt als eine Dharma-Praxis an. Das war auch so. Also jetzt gerade bei E-Mails muss ich natürlich sehr viel lernen, weil ich so eine Aversion dagegen entwickelt hatte. Und dann brauchte ich ein Korrektiv und habe mir gesagt, und jeder Mensch, der mich da was fragt oder schreibt, was will, ich versuche das als meine Praxis zu machen. Und das gilt aber auch für jeden anderen Punkt. Ja, ob ich jetzt, was weiß ich, einen Müllcontainer bestellen muss oder jeder andere Punkt genauso. Ich mache es so, ich gebe meine Widerstände gegen diesen Punkt auf. Ja, das scheint zu treffen. Okay. Ja, ja. Das ist ja schließlich mein Leben, das habe ich mir selber eingebaut. Das heißt, warum soll ich jetzt gegen das, was ich mir selber eingebaut habe, auch noch Widerstände aufbauen? Ja? Da treffe ich lieber andere Grundsatzentscheidungen. Aber erstmal jetzt dieser Punkt. Widerstände aufgeben und das als eine, wenn ich es schon mache, dann mit ganzem Herzen machen. Also, das bin ich mir auch schuldig, weil halbherziges Tun, das ist sowas von ätzend. Ja. Das habe ich auch erkannt. Das ist auch gar nicht, ich gucke mir die Liste, dann mache ich oft auch die Dinge zuerst, die mir mehr Freude machen und dann bin ich da schon in Form für die anderen, die mir nichts. Dann sage ich mir auch, was machst du da eigentlich für einen Zirkus? Dieser Punkt da, diese, musst du mal diese Überweisung machen oder was auch immer, oder der Steuerberater oder irgendwas. Ja? Mach's doch einfach. Was wärst du dich so? Dann muss ich ein bisschen schmunzeln und dann ist das auch schnell erledigt. Ja? Dann nehme ich mir, dann gehe ich mit ganzer Kraft drauf und dann ist das halt dann meine Praxis. Okay, eins nach dem anderen. Ja, das ist also, während ich es tue, nicht den offenen Geist zu verlieren. Also immer entspannt bleiben und schließen. Dann, ständige Überprüfung der Prioritäten. Eine Prioritätenüberprüfung bedeutet, dass ich herausgefunden habe, dass ich nur das Wichtigste tun kann. Das Zweitwichtigste hat kaum Chance in meinem Leben. Das Drittwichtigste überhaupt keine. Also ich muss mir ganz klar darüber sein, was wirklich meine Prioritäten sind. Und das Allerwichtigste kommt immer zuerst. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Und dann merke ich, dass bei den To-Do-Listen Sachen stehen bleiben. Irgendwann muss ich akzeptieren, dass sie ja wohl offenkundig nicht so wichtig sind, wie ich meine. Und dann sind sie auch erledigt. Dann sind sie nämlich gestrichen. Dann muss man auch leben. Unerledigtes dann einfach auch zu streichen, weil es ist offenbar nicht lebenswichtig. Es ist nicht das, was es wirklich braucht. Geht nicht bei allen Dingen, aber geht doch bei einigen. Man kann einiges zusammenstreichen. Und es wird immer zusammengestrichen in Richtung auf das, was höchste Priorität hat. Und das kommt immer zuerst. Wenn man das, was höchste Priorität hat, zuerst macht, das gibt ein tiefes Gefühl von Befriedigung. Das sind so ein paar Gedanken jetzt dazu. Vielleicht ein bisschen mehr Raum dann mehr. Ja, schön. Ich würde ganz gerne fragen, du hast die ganze Zeit von Glück geredet. Mhm. Und nicht von Zufriedenheit, sondern von Glück. Was meinst du mit Glück? Oh, vielleicht das, was du mit Zufriedenheit meinst. Also Glück ist was anderes als Zufriedenheit, würde ich sagen. Also Zufriedenheit ist okay, aber Glück bedeutet eigentlich viel mehr, denke ich, vom Wort. Bedeutet mehr, das war auch der Grund, warum ich es benutzt habe. Also das heißt, das Herz geht dann auf, wenn man denn glücklich ist. Frage ich nochmal, wie ist es denn mit dem Herzen? Hat denn jeder ein offenes Herz oder wie merkt man es? Das Herz von jedem Menschen kann sich öffnen. Und meistens haben sie ein etwas verschlossenes Herz.
etwas. Aber ja, nicht ständig. Nein, nicht ständig. Nee, auf keinen Fall ständig. Bei jedem gibt es Momente völliger Öffnung. Aber meistens sind wir ein bisschen reserviert. Und fühlen diese Menschen ihre Herzen denn eigentlich? Das weißt du selber, dass sie das nicht wirklich spüren. Das weißt du selber schon, dass sie das oft nicht wirklich spüren. Das müssen sie lernen. Ach so. Also man muss das lernen. Ja, ja. Das muss man echt lernen. Also man muss echt lernen, mitzukriegen, wie weit man selber sich gerade so, wie weit man eigentlich gerade verschlossen ist, oder wie weit sich das wirklich geöffnet hat und entspannt ist. Das ist etwas, was es zu lernen gilt. Das ist eine ganz wichtige Hilfe. Weil das wird ja dann unser Maßstab. Ja, das ist ja das, wo wir merken, oh, jetzt gerade bin ich ein bisschen verschlossen, warum eigentlich? So, und dann kann ich da hineingucken und Wege finden, wieder zu öffnen. Also ich brauche einen Vergleich. Ich muss wissen, wie es sich anfühlt, wenn ich ganz offen bin. Ne? Also das heißt, in der Arbeit mit Menschen helfe ich ihnen auch, wahrzunehmen, wenn sie jetzt gerade ganz offen sind. Und das zu ihrem inneren Vergleich zu nutzen. Also wenn ich sage, entspannen. Ne? Mhm. Entspannen hat ja viel auch damit zu tun. Dann suchen alle nach einem Inneren, kann ich denn noch entspannter sein? Und man vergleicht unwillkürlich mit Momenten, wo man schon mal entspannter war. Und so vergleichst du auch mit Momenten, wo du schon mal glücklicher, offener war, das Herz schon mal freier, unbelasteter war. Und dann beginnen wir zu verstehen, was verschließt das Herz eigentlich, was verschließt den Geist? Es öffnet ihn, es bringt ihn wieder unter Anspannung, unter Stress. Was entspannt diesen Stress? Das ist Lernen. Das ist wirkliches Lernen. Darum geht es. Das ist doch das esoterische Herz, oder? Ah, weißt du, das ist nur eine, das ist, ob es esoterische Herz ist, meine Güte, mein esoterisches Herz habe ich schon lange verloren. mal gucken, es ist jetzt so eine einfache Sprache, die ich benutze. Ich meine den Spannungszustand unseres Geistes, ja? Unseres Herzensgeistes. Also ich das sage lieber Herz als Geist, weil die Leute bei Geist immer denken, es geht um Verstand. Es geht um ein spürendes Gewahrsein, ein Hiersein mit voller Resonanz, also mit vollem Verbundensein mit allem, Durchlässigkeit, Bereitschaft, mitzuschwingen und hineinzugeben in die Situation, also im Austausch zu sein, im Empfangen und im Geben. Ja, das ist alles, was ich mit Herz meine. Und das in unserer Kultur und Sprache ist auch einfach das Wort Herz wird oft benutzt für. Das hat mit dem anatomischen Herz nichts zu tun. Und ob es das esoterische Herz ist, dann müssen wir die Esoterik fragen. Also der Verstand macht es sozusagen. Na eben nicht. Ja. Wie? Muss man es ja spüren. Also wenn das. Ja, also wollen wir es mal so sagen. Jetzt, ich spreche natürlich mit dem Verstand, aber ich bin dabei mit dem Herzen verbunden. Das ist so eine, wie soll ich sagen? Also ich brauche meinen Intellekt, um die Worte zu formulieren. Aber die Worte sind nicht leer, weil ich versuche, etwas aus dem Erleben auszudrücken. Sind nicht einfach nur Vorstellungen, sondern ich versuche, was zu vermitteln. Und das ist, wenn Herz und Verstand zusammenkommen. Dann ist das, was das Denken oder Sprechen ausdrückt, ist mit Erleben gefüllt. Da können die beiden zusammenkommen. Die sind nicht getrennt, die sind wirklich. Eigentlich ist das Sprechen und Denken ist wie ein Werkzeug, ein verlängerter Ausdruck von dem, was wir innerlich erleben und verstehen, intuitiv verstehen. Macht das ein bisschen Sinn? Mhm. Okay, gut. Danke. Mhm. Du sagst ja auch, du sprichst mir aus dem Herzen. Ja. Ja, auf dieser einfachen Ebene habe ich mich bewegt. Ja, genau. Mhm. Wir sagen, mir geht das Herz auf. Das berührt mich im Herzen.
Das Herz in die Tasche. Was hast du mit der Tasche? Das Herz fällt dir, rutscht in die Hose. Nein. Was? Überlegt nochmal, spürt nochmal in euch hinein. Gibt es, wir werden jetzt gleich abschließen, aber gibt es noch etwas, was ihr ansprechen möchtet, damit der Abend für euch Sinn gemacht hat? Sinn gemacht hat? Nochmal zu dem Gesamtthema, den Eindruck zu haben, das Leben fließt an allem vorbei. Ich liebe es immer ganz gerne, mir Bilder zu machen, mir vorzustellen. Das kann nur dann an mir vorbeifließen, wenn ich selber glaube, statisch mich zu fixieren, festzubleiben, festzustehen. In dem Augenblick, wenn ich das Bild nehme, niemand steigt zweimal in denselben Fluss, also ja, dann weiß ich oder glaube, aufgrund des Bildes auch zu erspüren, auch in die Meditation oder Kontemplation reinzugehen, wenn ich mich im Fluss des Lebens, Lebens mitbewege und mich selber als dynamischen Prozess und nicht als statische Person betrachte, dann kann ich auch in Einklang mit dem Leben kommen und muss nicht den Eindruck haben, es ist an mir vorbei. Völlig richtig. Das war übrigens ein Gedanke, den ich da vorne auch beim Abendbrot gerade hatte. Bin gar nicht dazu gekommen, den auszudrücken. Jetzt danke ich dir ganz herzlich. Ich hoffe, alle haben... Ich müsste jetzt eigentlich fast nochmal deine Worte wiederholen, weil dieses, das Leben rauscht an mir vorbei, ist, dass man ein ewiger Beobachter ist. Man ist außen am Rand und ist nicht wirklich im Leben. Das Leben kann nicht an einem vorbei rauschen. Das gibt's gar nicht. Wenn wir uns aufs Leben einlassen, ich wiederhole jetzt deine Worte nochmal mit etwas anderem, so, dann sind wir das Leben und wir rauschen selber. Und es rauscht nicht an uns vorbei. Wir sind selber dynamischer Prozess. Ja, und das ist das, was ich ja sonst auch immer unterrichte. Das ist die eigentliche Bedeutung von der ganzen Kontemplation über Vergänglichkeit und Wandel zu erkennen. Wir sind dynamischer Prozess. Es gibt kein statisches Ich. Es gibt keinen jemand, ein Ich, was irgendwie getrennt ist vom Leben. Gibt es nicht. Und aus dieser Trennung, dass wir uns immer abtrennen vom Leben, entsteht das Gefühl, dass da etwas an uns vorbeigeht oder wir es nicht ganz mitkriegen, dass wir unser Leben nicht ganz leben. Ja. Danke ich dir nochmal. Magst du noch etwas anfügen, weil das... Das ist für mich abgeschlossen. Ja. Ja. Ja, danke. Mir hat vorhin die Erwähnung von deinem Aufzeigen der Kontraste so wunderbar etwas eröffnet, geholfen. Mhm. So, dass ich merke in Momenten, mir scheint das Hamsterrad, das Leben aus, dass ich diese Kontrastmomente, wo ich mich augenblicklich sowohl in deiner bequemen Sitzhaltung als auch in dem jetzt sozusagen, und jetzt entspanne ich mich da rein, wie wertvoll das ist, diese Momente zu haben, mich daran zu erinnern, an diese Kontrastmomente, wo alles gut ist, wo ich mich wohlfühle. Und ich merke, dass Momenten, wo alles sehr eng und sehr rauschend und sehr schnell scheint, dass ich mich selten an diese Kontrastmomente erinnere. Und sobald ich mich erinnere, ob das ein Gefühl von Wind ist oder ein Gefühl von Zufriedensein oder ein Gefühl von Stille, dass das so hilfreich ist. Ja. Ja, danke schön. Das freut mich sehr, dass das angekommen ist und du hast wahrscheinlich jetzt auch schon ohne es benannt zu haben, das Mittel im Gespür, was helfen kann, immer wieder diese die Erinnerung wach zu rufen, ja, die Pause einzulegen, um mich zu erinnern und in der Pause nicht beim Erinnern des Alten zu bleiben, sondern jetzt zu spüren. Jetzt ist die Stille da. Jetzt bin ich selber der Strom. Jetzt spüre ich gerade den Wind oder den Regen. Die Erinnerung kann ein Hilfsmittel sein für die Qualität. Ja, gut. Ja, genau. Die Erinnerung ist wie so eine Brücke. Ja. Und dann kommen wir an.
Nicht in der Erinnerung, sondern wir kommen im Jetzt an. Die Erinnerung hilft uns, im Jetzt anzufangen. Braucht es sonst noch etwas zur Abrundung? Ich danke euch ganz herzlich, gekommen seid, dass wir das miteinander teilen konnten. Beim Beten ist mir noch ein Gedanke gekommen, den ich mit euch noch teilen möchte. Auch wenn in meinem Leben ganz viele solcher wie zeitlosen Momente sind, hat das Leben trotzdem noch diese schnelle Qualität. Es hört nicht auf, schnell zu sein. Es wird nicht langsamer. Wir sind selber das Leben. Ja? Das ist es. Denkt nicht, dass das Leben langsamer werden könnte. Es wird nicht langsamer. Aber wir erleben es voller. Es ist unglaublich, wie schnell ein Retreat vergeht. Die normale Erfahrung von Retreat-Praktizierenden, wenn sie so 3 oder 6 Jahre Retreat machen, ist, dass sie das Gefühl haben, mit jedem Retreat-Jahr beschleunigt sich das Leben. Es verlangsamt sich nicht, es beschleunigt sich. Das Gefühl von Beschleunigung selber ist kein Anzeichen dafür, ob wir irgendwie auf dem richtigen Weg sind oder auf dem falschen oder so, sondern es ist nur ein Gefühl dafür, im Grunde genommen, dass wir immer wieder überrascht sind, dass schon wieder so viel Zeit vorbei ist. Das ist es. Das ist das Bewusstsein, schon wieder. Zwischendurch haben wir ganz unter Umständen ganz intensiv gelebt, aber wenn wir dann vergleichen, merken wir, das ging aber rasant schnell. Und es wird nie langsamer werden, was das Vergleichen angeht. Das sollte nicht die Hoffnung sein, sondern nur es voller zu leben, ganz, ganz in den Lebensstrom einzutreten und es wirklich so zu nehmen, wie es ist. Es war mir noch wichtig, das zu sagen, nicht, dass der Eindruck entsteht, das Leben könne man irgendwie langsamer machen.